Während es für die einen einfach dazugehört, können die anderen Weihnachten nur dann ertragen, wenn sie etwas Restblut im Alkohol haben. Für alle Adventstanker, die gerne ganz gepflegt mittels saisonaler Mixgetränke dicht wie ein U-Boot wären, lässt der Luxusliner der Barchefinnen Maike Zimmermann jetzt 3 lecker Cocktails vom Stapel. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute sind wir in der Theresa Bar und wir haben uns wieder ein paar wunderschöne Cocktails für euch einfallen lassen. Wie Sie sich erinnern können, haben wir im Sommer gemeinsam fruchtige Trinkkreationen mit Cachaça 51 zubereitet. Heute möchte ich Ihnen eine Abwandlung der klassischen Caipirinha zeigen, die Bartenders Caipirinha. Dafür benötigen wir natürlich wieder unseren Cachaça 51, wir benötigen Leimschuss, weißen Rohrzucker sowie frisch gepressten Limettensaft. Als allerersten Schritt schneiden wir die Limette auf. Davon können wir uns in der Mitte, wenn wir die geschnitten haben, schon mal eine Scheibe als Deko zur Seite legen. Im nächsten Schritt pressen wir 2 cl Limettensaft aus. Was in ungefähr einer ganzen Limette entspricht. Diesen geben wir in unseren Shaker. Als weitere Zutat fügen wir 2 Barlöffel oder 2 Kaffeelöffel weißen Rohrzucker hinzu. 5 cl von unserem Cachaça 51 sowie 2 cl vom Leimschuss. Das Ganze shaken wir jetzt gleich mit viel Eis gut durch. Bei der Bartenders Caipirinha ist ein großer Unterschied die Qualität des Eises. Wir verwenden heute eine große Eiskugel, wir können uns aber auch einen großen Eiswürfel nehmen. Der Unterschied zur normalen Caipirinha ist natürlich das Crushed Eis, welches sehr verwässernd beim Trink ist. Das heißt, der Cachaça kommt nicht ganz so gut zur Geltung wie jetzt bei unserer Bartenders Caipirinha. Und dann dekorieren wir diese noch mit unserer Scheibe Limette. Und fertig ist die Bartenders Caipirinha. Wir haben festgestellt, Cachaça ist immer eine gute Idee. Sommerlich, frisch und fruchtig. Und heute zeigen wir euch, dass Cachaça 51 sich auch für winterliche Drinks eignet. Dafür müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten. Für einen Liter gewürzten Cachaça 51 brauchen wir neben dem Cachaça erstmal 2 gebrochene Zimtstangen. Außerdem 2 Vanillestangen. Die schneiden wir der Länge nach auf und kratzen das Vanillemark heraus. Sowohl das Mark als auch die Schote und natürlich die gebrochenen Zimtstangen kommen in die Cachaça-Flasche. Dann geben wir noch ein Sternanis und 3 Nelken dazu. 6 bis 8 Stunden stehen lassen, dann abseihen und fertig ist der weihnachtlich gewürzte Cachaça. Jetzt zeige ich euch, wie wir eine Christmas Caipirinha zubereiten. Als allererstes schneiden wir uns eine Limette in Achtel auf. Geben diese ins Glas hinein. Im nächsten Schritt fügen wir 2 Barlöffel braunen Rohrzucker hinzu. Der braune Rohrzucker hat den Mythos, dass er gesünder sein soll als weißer Zucker. Der Mythos ist falsch. Der braune Rohrzucker ist ein bisschen gröber als der weiße Rohrzucker, welcher feiner raffiniert wurde. Und bei unserer Christmas Caipirinha eignet sich brauner Rohrzucker hervorragend, der ja noch leichte Karamellnoten mit sich bringt. Als nächstes maddeln wir mit Hilfe unseres Maddlers oder Stößels Limetten mit dem Rohrzucker an, sodass sich diese miteinander wunderbar verbinden. Für unsere Christmas Caipirinha benötigen wir Crushed Ice.
keine Schaufel geben wird, auf unseren Trinken zu. Im nächsten Schritt nehmen wir unseren schönen goldbraunen Cachaça 51, den wir soeben noch gemeinsam infusioniert haben. Nach ca. 6 Stunden erhält er diese Farbe. Davon geben wir 6 cl in unser Glas. Und zu guter Letzt benötigen wir noch 3 cl vom Leimjuice. Das Ganze einmal gut umrühren, sodass sich alle Komponenten miteinander verbinden. Damit das Glas schön voll ist und der Drink auch schön eiskalt bleibt, geben wir nochmal eine Schaufel Eis hinzu. Zu guter Letzt trinkt unser Auge mit und wir geben einen Limettenchip sowie ein Sternanis auf unseren Drink. Zum Schluss geben wir noch einen Drinkhalm ins Glas hinein und fertig ist die Christmas-Kalterin ja. Zum Wohl! Zum Schluss gehen wir jetzt gemeinsam ins ferne, eiskalte Sibirien und machen einen Sibirien Marmont Mule. Unseren Drink bauen wir in einem Tumbler, man kann aber auch ein ganz reguläres Longdrinkglas dafür verwenden. Als allererstes schneiden wir eine Limette auf, pressen 2 cl Saft hinein. Geben diesen ins Glas. 4 cl von unserem sibirischen Marmont-Wodka. Und zum Schluss gießen wir das Ganze mit Gingerbier auf. Circa eine halbe Flasche. Dekorieren es noch mit einer Gurkenzeste und um dem Ganzen einen winterlichen Touch zu verleihen, dekorieren wir es mit einer Zimtstange, die zugleich als Dirrer zum Umrühren dient. Zum Wohl! Showende, aber nur für heute. Das GOP-Varieté-Theater mit der Show Rockabilly präsentierte die Szene München.